Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Ich glaube, inhaltlich ist schon vieles gesagt. Ich werde mich noch nicht noch mal einlassen auf die Frage, warum wir Windkraftanlagen brauchen. Ich will nur zu diesem Gesetz kurz etwas sagen. Dieses Gesetz ist ja eine Art Notwehrmaßnahme. Notwehrmaßnahme des Bundes gegen störrische Bundesländer, muss man ja mal so sagen. Es gibt gerade im südlichen Teil, aber auch im westlichen Teil Bundesländer, die nicht bereit waren, in der Frage und der Aufgabe des Aufbaus und des Zubaus von Windkraft, Großwindkraftanlagen mitzuwirken, die sogar alles dafür getan haben, mit Abstandsflächen unendlichen, alles dafür getan haben, dass diese Windkraftanlagen nicht kommen. Und wenn jetzt die AfD hier kommt, wir wissen ja, dass sie den Klimawandel leugnen und deswegen alles, was an Maßnahmen gemacht wird, um aus der fossilen Energie auszusteigen, als Teufelswerk ansehen. Und deswegen sind sie hier ganz lustvoll dabei, ein paar wunderbare Pappkameraden aufzubauen und dann ganz dolle drauf zu hauen. Das ist der Populismus, wie wir kennen von Ihnen. Ganz super. Sie nehmen sich dann natürlich die Aufregerthemen. Oh mein Gott, da will jemand an Waldflächen ran. Wir haben hier ein systematisches Herangehen gehabt auf dieser Notwehrmaßnahme des Bundes, der gesagt hat, liebe Bundesländer, wir erwarten von euch für das, was wir an Windkraft brauchen, 2% der Flächen der Bundesrepublik Deutschland, verteilt auf alle Bundesländer, braucht es für solche Windkraftanlagen. 2%. Nein, nicht willkürlich, sondern von der Leistung, die wir brauchen an Zubau, an Windkraftgroßanlagen für die Flächen. Und dann wurde aufgeteilt zwischen den Ländern. Deswegen ist schon eine Fehlannahme, die Sie dort treffen, oder eine Fehlaussage, aber vielleicht soll das ja so sein. Die Stadtstaaten sind zweierlei bevorteilt worden. Einmal müssen wir keine 2% liefern, sondern 0,5%, was richtig ist. Weil wir ein urbanes Zentrum sind, wir haben genug Konflikte mit unseren Flächen. Erstens. Zweitens bevorteilt und sagte, na ja gut, wenn er es nicht hinbekommt, 75% dieser Aufgabe, die könnte über Staatsverträge mit anderen lösen. Und auch dieser Weg wird ja bestritten. Sie haben ja vielleicht zugehört im Ausschuss. Auf der einen Seite wird also geguckt, welche Flächen sind potenziell möglich. Wir haben jetzt 31 davon, die das Zehnfache der Fläche, die wir brauchen, beinhalten. Und jetzt werden wir also schauen, welche davon sinnvoll sind. Das werden bestimmt nicht die Wälder sein. So viel ist doch mal klar. So viel ist doch mal klar. Aber Sie haben nichts anderes zu tun, als Stimmung zu machen und bösartige Verleumdungen in die Welt zu setzen. Und das ist Ihr Geschäftsmodell. Das werden wir nicht mitmachen. Deswegen werden wir den Antrag ablehnen. Dankeschön.